Ja, hallo liebe App-Gefahr-Nutzer, wir wollen euch noch einmal Beat Sneak Bandit in einem Video vorstellen. Den Text habt ihr ja schon gelesen, wir wollen euch aber noch mal ein paar optische Eindrücke bieten, weil das kann man einfach viel besser zeigen als beschreiben. Und wir gehen einfach mal hier rein und sind hier gerade im ersten Kapitel in Level 5 und spielen das jetzt auch einfach mal. Und ja, das lädt hier kurz und dann bekommt man hier das Level geladen. Und Ziel des Spiels ist es halt hier, diese ganzen Uhren einzusammeln, und man muss halt dabei möglichst still und heimlich hier durchschleichen, und das Ganze funktioniert im Beat der Musik. Ich weiß gar nicht, ich mach's ein bisschen lauter, damit man es auch hört. Und zwar kann man sich nur bewegen auf dem Beat, und das wird auch hier oben angezeigt, immer wenn es weiß aufleuchtet, das ist der Beat. Also wenn man etwas, ein bisschen rhythmisches Gefühl hat, schafft man das auch ohne drauf zu gucken. Und man kann sich halt immer nur so bewegen, wie der Typ gerade steht. Und zwar jetzt in die rechte, also halt nach rechts. Und wir versuchen das jetzt einfach mal. Und zwar, wenn das hier zu ist. Ja, da haben wir natürlich schon ein schlechtes Timing gehabt und sind durchgefallen. Wir sagen einfach mal kurz Restart, weil sonst kriegen wir die Uhren gar nicht. Wir stellen uns mal davor. Und hier gibt es dann noch so einen Laser. Da dürfen wir natürlich auch nicht rein. Ja. Jetzt ist die erste Uhr nämlich schon weg. Das ist schlecht. Und wenn wir jetzt an so eine Wand gelangen, dann drehen wir uns um automatisch und können jetzt hier weitermachen. Na. Ja, natürlich auch schlechtes Timing jetzt hier. Nein, Gott. So, jetzt haben wir wenigstens die Uhr gleich. Ja, schön wär's. Also man muss halt am Ende immer zu dieser Uhr kommen, das ist nämlich das Ziel. Ah, und jetzt hat jetzt hier so einen Laser erwischt. Wir versuchen einfach mal. Ja, okay, wir machen noch einen Versuch hier. Schon wieder durchgefallen. Wir gehen mal raus und nehmen einfach mal hier Level 4. Mal schauen, ob wir da ein bisschen besser das Ganze hinbekommen. Und jetzt wollen wir hier die rechte Uhr oben erstmal einsammeln. So. Und fallen jetzt mal hier runter und nehmen die Uhr noch mit. Ah, jetzt haben wir aber leider schon das Ziel hier erreicht. Wir hätten quasi die obere Uhr hier einsammeln müssen, dann wieder zurück, die Uhr einsammeln, hier runter. Dann hier rein, darüber, hier runter, hier hoch und dann zum Zielen. Und ja, Ziel des Spieles ist es halt, die Uhren einzusammeln. Jetzt haben wir hier nur zwei geschafft und kriegen dann halt auch keinen extra Bonus. Wir könnten sagen, do it again. Und dann können wir hier nochmal versuchen. Und jetzt haben wir blöderweise direkt schon im falschen Beat geklickt, wo dann quasi die Uhren schneller verschwinden, als man sie einsammeln kann. Ja, also das Spiel ist nicht gerade einfach, muss ich sagen. Oh, das war gutes Timing jetzt mal. Ja, jetzt sind wir leider schon wieder direkt durchgefallen. Das Problem ist, man kann sich halt nicht einfach umdrehen. Wenn man jetzt hier links drücken würde, dann würde man halt nicht nach links laufen, sondern immer in die Richtung, wo der Typ gerade guckt. Und von daher muss man hier ein Level schon ein bisschen öfters machen, um versuchen, dass man halt irgendwie alle Uhren einsammelt. Das ist relativ schwierig, wie ich finde. Es ist natürlich Geschmackssache und persönlicher Skill, den man hat. Ja, man kann sich hier durchspielen durch die ganzen Kapitel. Und für 2,39 € darf man sich das Spiel installieren. Es ist zwar eine nett gemachte Sache, allerdings nicht für jedermann was. Es ist mal ein anderes Spielprinzip. Und die Grafik an sich sieht auch super aus, eine Game Center Anbindung. Und ja, für 2,39 €, eure Entscheidung. Von uns ist es schon eine Empfehlung wert, allerdings nur für Spieler, die auch irgendwie so ein kleines handliches Geschick dafür haben. Ansonsten könnte man hier schnell verzweifeln. Von daher jetzt viel Spaß.